Okay, ich war jetzt gerade bei dem Wahrsager. Hallo, zurück zu einem neuen Vlog. Ich sitze jetzt gerade beim Hotel, beim Frühstück, beim Hotelfrühstück. So. Schöne Musik. Es war heute Morgen so fail, ne? Mein Schwester und ich dachten, wir treffen uns um 8 Uhr. Weil irgendwie haben wir halt nicht mitbekommen, ob die noch irgendwie gesagt hatten, welche Uhrzeit. Und dann sind wir halt davon ausgegangen, dass wir uns um dieselbe Uhrzeit treffen. Und dann haben wir uns halt fertig gemacht und so. Und dann plötzlich lädt sich in der Gruppe von Sammy, Emra und mir, dass die nochmal nachgefragt hatten und Treffpunkt erst um 10 Uhr ist. Das war so fail. Und dann haben wir uns nochmal hingelegt und ich bin nochmal eingepennt. Meine Schwester zwar nicht, aber ja. Und jetzt sind wir auf jeden Fall hier unten und frühstücken jetzt erstmal noch was. So einen kleinen Sprung, wir sind mittlerweile wieder in einem Restaurant. Wir waren gerade noch ein bisschen durch die Stadt gegangen, Istanbul. Und ja, Wetter ist leider heute nicht so gut. Ich hab. Hast du das auf Kamera? Na, was ist das? Wie hast du es gemacht? Ich hab so gemacht. Naja, auf jeden Fall ist heute das Wetter leider nicht so gut. Es regnet, es ist ziemlich kalt. Aber jetzt werden wir aufgewärmt, weil wir sind jetzt in einem Restaurant. Wir sitzen mal direkt am Grill. Geil, ne? Also hier ist der Grill. Der Grill dann sozusagen direkt vor unseren Augen. Der sitzt dann gleich ja. Ja, genau. Bin schon sehr gespannt. Also solche Sachen sehe ich dann alles auf meinem Hauptkanal im Video, aber ich freue mich jetzt schon aufs Essen. Oh, ich zeige euch jetzt mal kurz Ishtar. Die schlägt nämlich eine neue Karriere ein. Ishtar wird America's Nein. Türkiye's Next Kebab Model. Oh yeah. Wir sind gerade hier in der Küche von einem Restaurant und durften jetzt selber hier Kebab machen. Gerade ist Sammy dran. Und wie ich meins gemacht habe, seht ihr dann auf meinem Hauptkanal. Aber er meinte gerade, dass ich eventuell nochmal was machen darf. Jetzt schaue ich mal. Da könnt ihr das nicht sehen. Okay, warte mal. So, wir gehen jetzt gleich zu einer Zukunftsvorhersagerin. Wahrsagerin. Heute gehen wir mal die Kamera, ich halte dann. Ich habe mir noch nie die Zukunft vorhersagen lassen. Ich weiß auch nicht, ob ich an sowas glaube, aber. Ich weiß auch gar nicht, ob sie dir aus der Hand liest oder ob sie dir aus so einer Kaffeetasse. Ja, werden wir gleich sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Werde es dann vloggen. Aber ich glaube, ich sage dann auch, ich möchte nur so positive Sachen, also nur so die positiven Sachen hören und jetzt nichts Negatives. Selbst wenn ich vielleicht nicht so krass abergläubisch bin, muss man nicht unbedingt sowas gesagt bekommen. Okay, jetzt als erstes wird der türkische Kaffee getrunken. Oh Gott. It's really strong, right? Yeah. Okay. My first Turkish coffee. So, even though this is strong, right? It's actually very nice. I'm not a coffee drinker normally, but this tastes surprisingly. Okay, ich war jetzt gerade bei dem Wahrsager und ich konnte leider nicht filmen. Es regt mich so auf, weil er hat halt gesagt, dass das von der Company hier aus halt nicht geht und dann wollte ich jetzt auch keine Diskussion mit ihm anfangen, deswegen, ja, ich reg das so auf, es wäre so cool gewesen fürs Video, aber er hat halt wirklich sehr, sehr lange geredet, also ich dachte, der wird halt nur kurz, so 5 bis 10 Minuten, mir kurz was erzählen, aber er hat wirklich richtig lange geredet und es war schon ein bisschen interessant, also ein paar Sachen, die er so gesagt hat, waren halt so, dass ich mir so dachte, so, okay, krass, irgendwie passt das halt so zu mir und so zu den Sachen, die ich mir halt immer sozusagen so zu meiner Zukunft so gedacht habe. Also Fragen, die ich halt so zu meiner Zukunft hatte. Und dann war es halt irgendwie schon krass, also er halt genau solche Sachen halt dann angesprochen hat. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob ich an sowas glauben soll. Könnt mir ja mal schreiben, ob ihr halt an sowas glaubt.
Ja, aber ich fühle mich jetzt gerade richtig komisch irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr das so nachempfinden könnt, aber selbst wenn man nicht abergläubisch ist, wenn man da halt so sitzt und er fängt irgendwie so an, über irgendwas zu reden und er erzählt das mit so einer Sicherheit in seiner Stimme und halt man denkt sich so, oh mein Gott, das passt irgendwie zu mir, dass man fühlt sich danach irgendwie so komisch, so, ja, ich weiß nicht, ich zitter irgendwie voll, ich kann das gar nicht beschreiben. Aber, ja, also er hat mir nichts direkt Negatives zu sagen vorher gesagt. Halt so ein paar Probleme, die ich haben werde, die ich dann aber irgendwann mal lösen werde. Er hat halt erst so über mein Leben, also über die Karriere so von mir gesprochen und dann halt über das emotionale Leben, also die Beziehungen und so. Das ist sehr interessant. So Leute, wir sitzen gerade, warte mal, ich mache mal hier das Licht an. Achso. Wir sitzen gerade übrigens in unserem Hotelzimmer, sind von dem Wahrsager dann ins Hotel gegangen und haben jetzt noch ein bisschen Zeit, uns so, also einfach so zu chillen. Ein paar wollten, sind ins Hammam gegangen, aber wir wollten jetzt nicht, weil es wäre mir zu anstrengend gewesen, danach noch Haare waschen und so, weil um 7 treffen wir uns auch schon wieder. Wir haben jetzt 5:30. Deswegen, und ich musste halt noch Videos schneiden. Deswegen sind wir jetzt auf dem Hotelzimmer geblieben und ich bin gerade dabei, den Vlog zu schneiden von dem ersten Tag, den wir jetzt hier hingeflogen sind. Und gerade bin ich an der Stelle, warte mal, wo wir über das Stricken reden und dass meine Schwester versucht, halt zu stricken, zu häkeln. Und dann schneide ich so und dann kommt diese Stelle und dann sitzt meine Schwester einfach da und versucht immer noch zu häkeln und sie ist immer noch nicht weiter, als ich es am Flughafen war. Immer nur richtig. Ey, guck mal. Ja, das sieht eher aus wie eine Flechtung. Hätte ich auch ganz normal flechten können. Aber gib nicht auf, glaub an dich. Wenn du an dich glaubst, dann kannst du auch das Häkeln schaffen. Aber ja, jetzt schneide ich gerade den Vlog fertig. Übrigens ist das WLAN hier richtig gut. Hat also bei dem letzten Vlog, der hat innerhalb von 10 Minuten, ich glaube, das habe ich schon im letzten Vlog erwähnt, dass der innerhalb von 10 Minuten hochgeladen wurde. Aber auf jeden Fall ist das auf jeden Fall schon sehr beruhigend. Und beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass ich wirklich alle 2 Sekunden in jeder Aufnahme meine Lippe so ablecke. Und diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich an sich schon diesen Tick habe, meine Lippen abzudecken. Aber seitdem ich geflogen bin, sind die Lippen so krass trocken hier, dass, und ich habe keine Lippenpflege dabei und sie hat auch keine Lippenpflege dabei und deswegen lecke ich die alle 2 Sekunden ab und das sieht so richtig psycho aus. Weißt du, wie das aussieht? Wie von Harry Potter. Dieser eine, oh, wie heißt er denn nochmal? Ich habe das nicht geguckt. Banause! Wie kann man gerne Harry Potter geguckt haben, aber ja, auf jeden Fall gibt es da, oh, warte mal. Ah, das war dieser Barty Crouch Jr., der hat doch immer, ich hoffe, ich verwechsel es gerade nicht, aber der hatte ja immer so, hat immer so diese Zuckungen gehabt mit seiner Zunge, aber ja, irgendwie erinnere ich mich gerade, irgendwie erinnert er mich an mich. Auf jeden Fall, ja, schneide ich jetzt nochmal den Vlog weiter und dann habe ich noch ein Hauptkanal-Video, was ich eigentlich noch schneiden möchte, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil mit 5:45 und dann muss ich mich ja auch noch fertig machen für heute Abend. So, der Vlog ist jetzt online. Ich bin jetzt richtig happy, dass ich es noch geschafft habe, weil gestern Abend war ich jetzt zu kaputt, den noch zu schneiden. Und dann dachte ich, dass dann heute der Vlog nicht online kommen würde. Aber dadurch, dass ich jetzt nur eine Stunde Zeit hatte, habe ich es jetzt schnell bearbeitet und hochgeladen. Yeah. Yeah. So kein Gesang aus. So Leute, warte mal. Machen wir erstmal ein bisschen Licht. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, sind die in einem anderen Zimmer? Ja, wir sind in einem anderen Zimmer. Also erstmal, ich habe jetzt beim Essen nicht mehr gefilmt, weil es war irgendwie so nichts Besonderes, war einfach ein normales Dinner.
Und wir sind dann halt nachts und dann auch direkt ins Hotel gegangen. Und dann sind wir wieder in diesen Vorflur gegangen. Ich meine, ihr habt ja gesehen in meinem ersten Vlog, wie das da aussieht. Also bevor man zu uns kommt, ist sozusagen nochmal so ein kleiner Flur. Und dann sind wir nochmal in diesen Vorflur gekommen. Und dann war wieder die Musik so extrem laut, dass wir so dachten, hä, die Musik kommt aus dem Zimmer neben uns. Also wir dachten ja erst, das wäre irgendwie von dem Club draußen, weil hier sind ziemlich viele Clubs und da läuft halt die ganze laute Musik. Aber das war halt wirklich direkt neben unserem Zimmer. Und dann dachten wir uns so, nee, wir können nicht wieder die halbe Nacht nicht schlafen und dann morgen früh aufstehen müssen, weil wir müssen halt morgen um 6 aufstehen. Und übermorgen müssen wir um 3 Uhr morgens aufstehen, weil wir halt um spätestens 4 Uhr dann halt fahren müssen. Und dann dachten wir uns halt so, geht nicht. Wir brauchen einfach ein bisschen Schlaf. Und die waren dann jetzt so nett und haben uns noch ein freies Zimmer geben können. Deswegen haben wir schnell gepackt und jetzt das Zimmer gewechselt. Ja, long story. Und jetzt geht auch nicht mehr viel. Die wollten erst irgendwie noch feiern gehen, aber ich muss halt noch ein Video für meinen Hauptkanal schneiden. Ich möchte noch ein Video für meinen Hauptkanal schneiden. Und deswegen dachte ich mir, bleiben wir jetzt einfach hier und wir sind auch noch ziemlich müde. Ja. Ich weiß gar nicht, ob in dem heutigen Vlog überhaupt so viel passiert ist.